Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Ja. Ne, auf die Weltkarte wollte ich gerade nicht gucken. Konnte man? Ne, konnte man nicht, schade. Also ja, so geht's wahrscheinlich auch nicht. Hier Sachen hervorheben. Ja, wie man die Truhe aufkriegt, ist immer noch ein Rätsel. Und ja, ich habe mich wegen den Steinen erkundigt, weil wir haben alle sechs. Und die Quest ist verbuggt. Die Quest ist leider verbuggt. Wir haben es nämlich nicht geschafft. Wir hätten diesen Stein auch aktivieren müssen mit Safana, weil wir das nicht haben. Funktionieren die Steine nicht. Okay, das ausmachen. Schade drum. Aber dann ist es halt so. Ihr braucht nur zu fragen. Wir gehen jetzt erstmal in den Küstenweg Forst, weil ich den vorhin entdeckt habe. Und genau das geschieht, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Brenuja, was macht ihr hier? Warum habt ihr mir nicht geholfen, diese Bestien zu bekämpfen? Tut mir leid, Ski, wäre ich früher gekommen, hätte ich sicherlich geholfen, nicht, dass ihr Hilfe nötig gehabt hättet. Warum sollte ich? Warum seid ihr überhaupt hier und kämpft gegen diese Bestien? Schimpft nicht mit mir, Mädchen, ich bin kein Diener, der nach eurer Pfeife tanzt. Nehmen wir mal die drei. Ich war im Lager. Langweilig. Dann entdeckte ich diesen Trottel, der um Bellegarms Versorgungszelt herumschlich. Ihr werdet es kaum glauben, aber der Dummkopf dachte wohl, er könnte unentdeckt bleiben. Er hat versucht, unsere Vorräte zu vergiften. Ich bin hinter ihn geschlichen und habe ihm den Schreck seines Lebens versetzt. Er ergriff die Flucht und es war niemand da, um ihn aufzuhalten, also bin ich hinterher. Dann hatte ich eine Idee. Es hat auch beinahe funktioniert, er hatte keine Ahnung, dass ihm jemand folgt. Leider war sein Freund dort nicht ganz so verblödet. Er entdeckte mich und nun ja. Ihr hättet das Lager nicht allein verlassen sollen, Ski. Ihr habt euch selbst in Gefahr gebracht. Gut gemacht, riskant, aber was ist das Leben ohne Gefahr? Kehrt sofort ins Lager zurück. Nehmen wir die zwei. Langweiliger ist das Leben auf dem Anwesen meines Vaters und das will was heißen. Ihr benimmt euch wie ein funktionales Kind, Ski. Seht ihr nicht, dass ihr mehr als nur euch selbst gefährdet, wenn ihr euch so verantwortungslos verhaltet? Nun, ihr hattet euren Spaß und ich bin sicher, Corporal Benz vermisst euch also. Ich habe genug von euch gehört. Ab zurück ins Lager. Nehmen wir die zwei. Götter, ihr seid so langweilig. Ich kehre ins Lager zurück. Hat sich da was an meiner Quest geändert? Skis großer Plan. Nö. Der eine trägt nun Ich Dolch werde bei mich im sich und das Handumdrehen darum war's. kümmern. Okay. Dann gucken wir uns mal in diesem lauschigen Wäldchen um. So groß ist das nicht mal. Isabella. Gucken wir mal, wer Isabella ist. Und sie scheint nicht allein zu sein. Stop there. Are you living or dead? Ah, jetzt seid ihr lebendig oder tot? Ich bin lebendig, im Moment jedenfalls. Lebendig und das möchte ich auch bleiben. Wie wäre es, wenn ihr das Schwert senken würdet? Mausetot, mir ist das Grab langweilig geworden. Deshalb dachte ich, ich unternehme mal einen Spaziergang. Ich bin lebendiger als ihr sein werdet, wenn ihr weiter mit dem Schwert in meinem Gesicht wedelt. Isabella, please, they're clearly alive. Isabella, bitte, Sie sind eindeutig am Leben. Wir werden sehen. Was habt ihr hier verloren? Ich sah euer Lager. Seid ihr Anhänger der strahlenden Dame? Ich tonne nur etwas in den Wäldern herum. Nichts Konkretes. Ich bin nur auf der Durchreise. Wir jagen eine böse, untote Kreatur. Das Letzte, was wir wollen, ist Ablenkung aus dem Weg. Wirklich, Isabella, es gibt keinen Grund, unhöflich zu sein.
Was für eine Art von Kreatur jagt ihr? Wenn eure Mission zu gefährlich ist, könnt ihr vielleicht Hilfe brauchen. Gegen Bezahlung natürlich. Ihr scheint schlecht ausgerüstet für den Kampf gegen etwas richtig Gefährliches zu sein. Nehmen wir die zwei. Wir brauchen keine Hilfe beim Töten von Vampiren. Wenn ihr uns entschuldigen würdet, wir haben etwas zu tun. Vector. Ein Vampir? Solch eine niederträchtige Kreatur dürfte nicht existieren. Lasst mich euch dabei helfen, sie zu zerstören. Dann lasse ich euch das Scheusal suchen. Ihr habt da einen netten Schild. Ihr habt nicht zufällig im Gasthaus ein... Ihr habt ihn nicht zufällig im Gasthaus eines Halblings gefunden, oder? Was soll das bedeuten? Ein Schild ging verloren, als das Sterling-Silber niederbrannte. Habt ihr ihn gefunden? Ich habe nicht gesagt, dass ihr den Schild genommen habt, aber ich weiß auch nicht, dass ihr es nicht getan habt. Es bedeutet, ich denke, dass ihr ein Dieb seid. Gebt den Schild her. Nehmen wir mal diplomatisch die 1. Wir brauchen den Schild mehr als irgendein Gasthausbesitzer. Vergesst die Sache lieber oder ihr werdet mein Schwert spüren. Kein Grund für Gewalt, Isabella. Unser Feind ist der Vampir. Der Schild gehört euch nicht. Gebt mir den Schild oder ich nehme ihn euch weg. Gebt ihr mir den Schild, wenn ich euch helfe, den Vampir zu töten? Ja, das sollte gehen. Gut, wenn der Vampir besiegt ist, gehört der Schild euch. Wir haben den Vampir cornered. He's riddled the path with traps, so he can't get to him. But by the same token, his only way out is through us. Meet us here after dark, if you want to help us finish this. Wir haben den Vampir in die Enge getrieben. Er hat den Pfad mit Fallen durchsiebt, deshalb kommen wir nicht zu ihm. Aber sein einziger Ausweg führt eben genauso zu uns. Trefft uns hier, wenn es dunkel ist, um zu helfen, das zu Ende zu bringen. Ich werde hier sein. Tut, was euch beliebt. Wenn der Vampir jedoch auftaucht, werde ich... Hier seid, werdet ihr keine Wahl haben. Isabella und Ikos. Also hier sind irgendwo Fallen. Yes, dear. Ja, da sind Fallen. Okay, die hat noch, Achso, sie... Yes? Das war Gift verlangsamen, ihre Spezialfähigkeit. Sweet. Yes, dear. Das ist dann wohl die Vampirhöhle hier. Ihr braucht nur zu fragen. This group shows promise. Oh. Extraordinary. Yes, dear. Okay, reingehen wollen wir da erstmal noch nicht. Yes, I will. Eich! Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Dann gucken wir uns erstmal fertig hier in dem Forst um. Oh. Orks sind auch neu in Baldur's Gate. Ja, ich werde mich im Handumdrehen auf die Schau. Das Ding, das sind die Diebe. Sogar inklusive Borgen und allem. Wie kann ich helfen? Wallet, prepare for thy end. So. I do not know if I fully trust thee, Stefana. I wouldn't if I were you. My mother always said, you can always trust a man to do the wrong thing, but never trust a woman to do anything. Thy mother had a dim view of humanity. She knew humanity well. That does tend to adversely affect one's view of it, in my experience. Thou art thy mother's daughter. So she claimed. I have my doubts. Interessante Konversation. Also, Dina hier sagt zu Safana, ich weiß nicht, ob ich euch bedingungslos vertrauen kann, Safana. Darauf Safana, ich würde an eurer Stelle
Ich würde es an eurer Stelle nicht tun. Meine Mutter hat immer gesagt, man kann immer darauf vertrauen, dass ein Mann das Falsche tut, aber niemals darauf, dass eine Frau überhaupt irgendwas tut. Eure Mutter hat ein düsteres Bild von den Menschen, sagt Dünner hier darauf. Und Safana, sie hat die Menschen gut gekannt. Meiner Erfahrung nach wirkt sich das negativ auf die eigene Sichtweise aus. Ihr kommt ganz nach eurer Mutter. Das hat sie zumindest immer behauptet. Ich habe da meine Zweifel. Wie ihr wünscht. So, was liegt hier noch rum? Den Kreuzrittertrakt. Was steht da? Also erstmal kopieren. Dieses Pergament ist stramm zusammengerollt und mit einem Stück gemustertem Band zusammengebunden. Die strahlende Dame, das glänzende Haar und die strahlenden Augen unserer großen Anführerin Kayla Argent erzählt eine Geschichte der Göttlichkeit. Sie ist das letzte und bedeutendste Mitglied einer Linie, die aus Göttern und einer Paladin-Familie besteht. Über Generationen hinweg dienten die Argents als edle Ritter von Lavander. Kayla glaubte auch, sie würde sich dem Orden der Aster anschließen, aber ihre Vision war zu groß für den begrenzten Glauben des Ordens. Ihre Forderungen, unermüdlich gegen die Mächte des Bösen vorzugehen, stießen auf taube Ohren. Kayla verließ das Rittertum und suchte nach Mitteln, ihre Vision der Rechtschaffenheit zu verwirklichen. Gekritzelte Anmerkung. Keine Erwähnung ihres Verbrechens oder seiner abscheulichen Auswirkungen. In Tiefwasser muss es Aufzeichnungen geben. Wenn ihr dies erhaltet, sucht das Kapitalhaus des Ordens auf und seht, was ihr daraus dort herausfinden könnt. Ein vielversprechendes Treffen. Kayla wanderte allein durch die Welt und lernte alles über das Böse, das die Welt bedrohte. Ihr Wissen quälte sie. Sie hatte die Vision von einer ruhmreichen Welt, doch wie sollte sie diese verwirklichen in einer Welt, die immer finsterer wurde? Ihre Zweifel führten sie zu einer Brücke mit Blick auf den Windlauf. Sie sah in das dunkle Wasser unter ihr und stellte alles in Frage, was sie einst für wahr gehalten hatte. Vielleicht hatte sie sich geirrt, vielleicht war sie doch nicht dazu auserwählt, die Welt von dem Bösen zu befreien. In dem Moment ihrer größten Zweifel erschien Bruder Hefernan. Kayla sah in ihm eine gute und sanfte Seele und erzählte Hefernan von ihren Sorgen. Er antwortete daraufhin: Die Menschen im Land sehen sich nach Gerechtigkeit. Die Götter haben euch mit einer Vision gesegnet. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Und Kayla tat es. Gekritzelte Anmerkung, wir wissen zu wenig über diesen Hefernan. Kayla verlässt sich voll und ganz auf ihn, aber dient er ihren oder seinen Interessen? Wenn ich wieder in Berdus bin, werde ich recherchieren. Unser ruhmreiches Ziel. Zusammen riefen Kayla und Hefernan die Menschen in Ferun auf, von den Küsten und Ebenen, den Bergen und den Wüsten aus und folgten mutige und rechtschaffende Männer und Frauen dem Ruf Kaylas und strömten zum Banner der strahlenden Dame. Die Erfüllung von Kaylas Vision steht bevor. Das Gute und die Gerechtigkeit werden sich durchsetzen. Mit eurer Hilfe. Gemeinsam werden wir die zu Unrecht Verdammten befreien und das Böse schlagen, dass es wagt, sich sterblicher Seelen zu bemächtigen. Ein Zeitalter des Lichts bricht durch die Dunkelheit. Werdet ihr Teil davon sein? Gekritzelte Anmerkung. Dieser Kreuzzug könnte gefährlicher sein, als wir anfangs dachten. Wir haben Spione in der Nähe von Baldur's Tor. Ich werde sie bitten, das Lager des Kreuzzugs in der Nähe von Brückenfort auszukundschaften. Vielleicht können wir Kayla zuvorkommen, bevor sie zu viel Schaden anrichtet. Ring, Ring. Und das da. Fluch der Versteinerung, den können wir gerade liegen lassen. Jupp. Juwelenklinge. Prozent Chance pro Treffer, dass ein zufälliger Edelstein in dem Inventar des Trägers generiert wird. Okay. Hat aber nur 30 Ladungen. Heldentrank. Edelsteinchen. Behälter ist ja immer noch voll. Wir müssten mal verkaufen. So, jetzt sollten wir aber mal ein bisschen heilen. Worum geht es diesmal? Velbol?
So. Ja, jetzt sind wir schon mal. Quick Save machen. Ah, da ist Rassad. Ja, wir können noch hier ein bisschen hochgehen und halt hier rüber. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.